Liebe Freunde, grüße euch recht herzlich. Ich laufe sehr wollte sehr. Heute beim Laufen ist mir bewusst geworden, dass wenn wir in Deutschland nicht weiter vorankommen, sollten wir einen Perspektivwechsel machen. Denn es gibt mit Sicherheit einen anderen Weg, wie wir jetzt in der nächsten Etappe noch effektiver unser Tun machen können. Wie bin ich darauf gekommen? Diejenigen, die mir auf Telegram regelmäßig auch dann zuschauen, und falls du mehr darüber erfahren möchtest, unter dem Video in der Beschreibung findest du auch die ganzen Links, auch meinen Telegram-Kanal, wo du mich abonnieren kannst. Die haben gesehen, dass ich beim Training mir die linke Hand verletzt hatte. Deswegen konnte ich nichts machen jetzt, also keine Gewichte heben und nichts mehr, auch mit der linken Hand. Und heute wollte ich eigentlich Beine trainieren, um wenigstens irgendwie Sport zu machen. Und dann ist mir einfach bewusst geworden, ich könnte ja theoretisch laufen. Und eigentlich alles verbinden, auf der einen Seite auch Fett abzubauen, denn wenn man mehr als 30 Minuten aktiv Sport macht, dann erst dann verbrennt man noch dann richtig Fett. Auf der anderen Seite, ich würde meine Ausdauer stärken und auch so auch Beine trainieren. Und so bin ich auch dann laufen gegangen und auch beim Laufen ist mir bewusst geworden, dass wir meine Erfahrungen eigentlich auf die ganze Entwicklung in Deutschland übertragen können. Schon seit vielen, vielen Jahren klären die Menschen im deutschsprachigen Raum auf, also viele Aufklärer, wie die Situation in Deutschland und in der Welt ist. Und viele arbeiten an der Souveränität Deutschlands, dass wir rechtlich wieder souverän werden, dass wir uns entwickeln, dass das deutsche Volk wieder Perspektive hat und so weiter. Und bisher, also wie ich das sehe, hat man keine große Erfolge gemacht. Also es gibt immer wieder mal auch gute Aktionen, doch aber keine wirklichen, auch Durchbruch in der Befreiung Deutschlands und auch, dass wir auf eine neue Ebene aufsteigen. Und so ist mir dann beim Laufen bewusst geworden, dass es vergleichbar auch wie mit meiner Hand. Wenn ich jetzt trainiert hätte und meine Hand noch weiter angestrengt hätte, vielleicht hätte ich auch dann was gemacht physisch. Doch es könnte sein, dass es noch weitere Probleme geführt oder zu weiteren Problemen geführt hätte. Und so bin ich einen anderen Weg gegangen, für was ich dankbar bin. Denn neben dem Laufen war ich auch in der Natur, habe ein Hörbuch gehört, ja, wie man den richtigen Morgen startet. Und dann noch zum Schluss ja, Flaschen gesammelt, sogar noch 16 Cent verdient, habe auch die Gegend aufgeräumt und noch ein paar Cent sozusagen auch mitverdient als Belohnung. Aber jetzt war ein kleiner Spaß, aber das war halt wirklich so. Doch im übertragenen Sinne auch auf Deutschland, wenn wir bisher mit der Aufklärung in der Form, wie wir die gemacht haben, nicht weiterkommen, Deutschlands wieder souverän zu machen und auf einen neuen Weg zu bringen, sollten wir einen anderen Weg gehen. Und zwar, vereinfacht gesagt, eine weltanschauliche Verschiebung machen und nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand schlagen sozusagen, ja, und versuchen, die Wand so durchzubrechen. Denn wenn man in der Sackgasse ist, kann man versuchen, entweder die Wand durchzubrechen, auf die Wand irgendwie klettern, wenn man das nötige Werkzeug hat, oder umdrehen und aus der Sackgasse rauszugehen und dann, wenn man wieder beim Ist-Punkt ist, zu schauen, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Und zu diesen Erkenntnissen kam ich heute beim Laufen, deswegen ich empfehle jedem Mal auch regelmäßig zu laufen, denn da kriegt man den Kopf frei. Ja, und das werde ich auch dann wieder regelmäßig machen. Vor allem auch hier im Allgäu ist es beste Bedingungen auch dann dafür. Und mich würde auch dann eure Meinung interessieren, wie ihr das Ganze seht. Und schreibt es mal unten drunter in die Kommentare. Was glaubt ihr, was könnten wir anders machen, um Deutschland aus der Sackgasse zu führen und auf eine neue Ebene der Entwicklung zu bringen? Also das, mich würde mal interessieren, auch eure Sicht der Dinge und ob ich mit den Erkenntnissen, die ich auch jetzt gewonnen hatte beim Laufen und am Beispiel des eigenen Körpers auch so recht habe, würde mich auch dann interessieren. Und so wirst du auch dann Bescheid, falls du in deinem Leben nicht weiterkommst, ja, dann oft macht es Sinn, einfach keine weitere Kraft mehr da anzustrengen bzw. zu investieren, keine weitere Energie, einfach mal umzudrehen und was anderes zu machen. Und so wirst du Bescheid, vielleicht gibt es die eine und andere Situation in deinem Leben, wo du ganz einfach anders machen kannst und ich bin mir sicher, dass du so dadurch weitere Erfahrungen gewinnst und die Situation noch leichter gewinnst oder auch dann realisierst. Und deswegen würde mich freuen, auch dann eure Meinung auch über den Weg aus der Sackgasse auch dann zu lesen, um so gemeinsam zu lernen. Und ich empfehle dir auch dann sehr, lies auch dann die Kommentare, denn dort schreiben kluge Menschen oft
sehr kluge und weise Kommentare. In diesem Sinne, es war mit dir Vyacheslav Zeywald. Und falls das Video positiv bewertet ist, würde mich freuen, so hilfst du auch dann diese Information weiter zu verbreiten.